Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder ein Drei-Bücher-Die-Video für euch. Und zwar geht es diesmal wie jedes Jahr zu Beginn oder zu Ende eines Quartals um die Frage drei Bücher, auf die ich mich im dritten Lesequartal freue. Das erste Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, hätte eigentlich in meinen Neuerscheinungen Juli-Video gemusst und es ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, das erscheint im August. Ich weiß nicht warum, aber nein, es erscheint am 28. Juli und eigentlich müsste das Datum hier eingebrannt sein, weil das Buch nämlich von zwei ganz lieben Mäusen geschrieben wurde, mit denen ich befreundet bin. Und ich habe schon so viel gehört vom Buch und mitbekommen, was so hinter den Kulissen los war, dass ich es eigentlich nicht hätte vergessen dürfen. Mea culpa, also es tut mir echt unfassbar leid. Ich war irgendwie die ganze Zeit bei August und es tut mir unheimlich leid. Aber jetzt nochmal an die ganze Community, tragt euch den 28.07. in den Kalender ein, weil da erscheint What If We Fell In Love. Das ist eine, ja, Sunshine meets taffe Bikerin-Geschichte und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Vielleicht mal noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Die ganzen Bilder, die mir die beiden geschickt haben und auch veröffentlicht haben, waren immer in Schwarz-Weiß gehalten. Und irgendwie dachte ich die ganze Zeit, das Cover wird Schwarz-Weiß, das Cover wird sowas von Schwarz-Weiß. Und jetzt ist es einfach pink-lila wie unser Nationalspieler-Trikot. Ja, irgendwie, als ich es dann gesehen habe, ich fand es super schön, aber irgendwie dachte ich so, warum ist es nicht schwarz und weiß? Das hätte so gut gepasst. Ja, aber jetzt erzähle ich euch natürlich noch, um was es in dem Buch geht. Was, wenn dein One-Night-Stand plötzlich zur Familie gehört? Cole traut seinen Augen nicht, als er die Tochter des Verlobten seiner Mutter kennenlernt, Talia. Die Frau, die ihm seit Monaten nicht aus dem Kopf geht und mit der er, allen Regeln zum Trotz, gerne mehr als nur eine Nacht verbringen würde. Bald können beide der Anziehungskraft zwischen ihnen nicht mehr widerstehen und schließen einen Pakt. Keine Beziehung, keine Küsse, keine Liebe und nur bis zur Hochzeit der Eltern. Klingt perfekt, aber die Sache hat einen Haken. Was passiert, wenn einer von ihnen die Regeln bricht? Dann switchen wir in den August und zwar zum 21. August und da erscheint ein Buch, auf das ich mich sehr, sehr freue, weil ich Band 1 unheimlich geliebt habe, Band 2 gerade bei mir angekommen ist und Band 3 eben am 21. August erscheint. Crown of Blood and Ruin heißt das Ganze. Der erste heißt Curse of Shadows and Thorns und der hier Court of Ice and Ash. Aber ja, Band 3 erscheint im August und hier bin ich gerade dabei, es zu lesen. Es ist vorgestern oder so angekommen. Ich habe direkt gestartet, weil eben Band 1 so ein riesen Highlight für mich war. Es geht um Faye, es geht um das Königshaus, es geht um Intrigen und Machtspielchen und es ist einfach für mich sehr, sehr schön zu lesen und ich mag den männlichen Protagonisten auch unheimlich gerne. Ich mag auch sie unheimlich gerne, weil sie eben nicht so eine 0815-Prinzessin ist, sondern Feuer unterm Arsch hat und ja, einfach nie langweilig ist und es macht einfach Spaß, ihr zuzuschauen und auch ihren Gedankengängen zu folgen, auch wenn man sie manchmal nicht versteht, aber sie ist einfach dabei so sympathisch und deshalb muss dieses Buch auf jeden Fall hier in dieses Video rein. Ich lese euch jetzt natürlich aber den Klappentext zu Band 1 vor, weil es eine fortlaufende Reihe ist. Vor langer Zeit stahlen Elise Vorfahren dem Fae-König die Krone. Jetzt ist es Elise Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihre Familie den Thron behält. Und zwar durch eine gute Partie. Das Problem ist nur, dass die junge Adelige sich lieber in Spielhallen herumtreibt, statt auf Bällen zu tanzen. Deshalb wird Elises Zukunft in die Hände des mysteriösen Mitgift-Unterhändlers Legion Grey gelegt. Er schürt ihren Zorn sowie eine verbotene Leidenschaft und er trägt ein Geheimnis in sich, das nicht nur Elises Starrsinn in die Knie zwingen wird, sondern das gesamte Königreich. Und dann habe ich, was meinen Monk unheimlich freut, auch noch ein Buch herausgesucht, das im September erscheint. Und zwar ist das Just One Stupid Love Story. Es ist eine Rom-Com, das heißt, wir haben jetzt einmal hier im Video New Adult, dann haben wir einmal Fantasy Romantasy und dann haben wir hier eine Rom-Com, also bunter gemischt
hätte das Video heute nicht sein können. Ja, Romcoms habe ich ja quasi erst so Ende des letzten Jahres oder Mitte des letzten Jahres für mich entdeckt. Und irgendwie gefällt es mir momentan richtig gut. Hier geht es auch um eine richtig zynische Autorin, was mich natürlich auch anspricht. Und ich bin gespannt, wie mir die Geschichte dann im Endeffekt gefallen wird. Ich lese euch gerne jetzt noch den Klappentext vor. Ein hoffnungslos romantischer Scheidungsanwalt und eine zynische Rom-Com-Autorin wetten auf die Liebe. Molly Marx glaubt nicht an die große Liebe. Sie verdient ihr Geld mit dem Schreiben von romantischen Komödien. Deswegen weiß sie einfach besser als andere Leute, dass Happy Ends nur eine Hollywood-Erfindung sind. Seth Rubenstein oder Rubenstein ist sich absolut sicher, dass irgendwo die Frau seines Lebens auf ihn wartet. Trotz seines Jobs als einer der besten Scheidungsanwälte Chicagos. Doch Seth weiß genau, wie sich die große Liebe anfühlt, seit er auf der Highschool mit Molly zusammen war. Ihr Wiedersehen ist ebenso unverhofft wie aufregend und nach ein paar Martinis zu viel schließen die beiden eine gewagte Wette ab. Wer von ihnen das Liebesglück von 5 Paaren besser vorhersehen kann, gewinnt. Der Haken dabei, Paar Nummer 5 sind sie selbst. Ja, Grumpy Meet Sunshine und Second Chance entfachen ein Feuerwerk der Gefühle, steht hier noch. Und ich bin ja so ein Fan von Second Chance Geschichten, weil ich immer sage, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Und auch wenn du jetzt in diesem Moment vielleicht nicht mit einer Person zusammen sein kannst, dann klappt das vielleicht irgendwann in der Zukunft, wenn das Schicksal euch wieder zusammenführt. Oder auch nicht. Ihr Lieben, das waren schon alle 3 Bücher, die ich heute für euch in petto hatte. Wie immer packe ich sie euch unten in die Infobox. Da gibt es die Affiliate-Links zu Amazon und zu Thalia. Alles wie gehabt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!